Ja, du sollst unser Land vergrößern. Und ihr hört auf, unsere Felder niederzutrampeln. Schämt euch, schämt euch. Ich rechne jeden Moment mit einem grausamen Übergriff unserer Feinde. Macht! Eilt euch! Seine schöne... Eine schöne Ackerfläche geworden. Ich bin begeistert. Es gefällt mir sehr gut. Wahrhaft. Wahrhaft eines Pharaos würdig. Definitiv. Ein Jubelschrei. Kohle. Als nächstes werden wir hier eine Bäckerei hinbauen. Sobald es natürlich möglich ist. Die Eisenschmelze ist fertig. Nun, eilt euch. Eilt euch. Wie können Sie es wagen, in diesem langsamen Tempo zu arbeiten? Ah, die Getreideernte wird vollzogen. Sehr schön. Wir benötigen Wasser. Wir benötigen Wasser aus Flüssen. Ohne Wasser keine Bäckerei. Und diese Baufläche kann nicht genutzt werden. Dann grabt sie um. Ihr närrischen Trottel. Nichts. Was macht er hier hin? Der nimmt die Sümpfe ein. Die Sümpfe in den Hinterlanden, die niemanden interessieren. Mach dich auf. Bringt mehr Stein. Und du machst sofort weiter. Diesmal mit einer Fähre. Erstmal Kohle. Kohle ist das Wichtigste. So, die erste Steinlieferung wird gebracht. Das ist wichtig. Das ist ein erster Schritt. Endlich. Wurde aber auch Zeit.
Das ist es. So, nun, ihr habt zu tun. Sehr gut. Sehr gut. Nun werden die Probleme größer. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Hier, mach diese Fläche frei. Wir müssen handeln. Wir brauchen militärische Gebäude. Das Mehl steht bereits bereit. Wie schnell kannst du eine Fähre bauen? Fährmann. Fährmannbauer. Mach etwas! Unser Volk leidet! Ihr müsst es nur noch fertig bauen. Eines Tages ersticken wir auch an dieser Insel am Wohlstand. Und da drüben geht überhaupt nichts. Wir können mit dem Bau beginnen. Schnell. Schnell. Ihr müsst schnell sein. Sie beginnen zu bauen. Unsere Leute beginnen zu bauen. Los. Schnell. 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 Ihr müsst jetzt euch beeilen. Alles ist voll. Mit Milch. Die Schriftrollen aus Alexandria voll mit Milch. Was ist mit der Werft? Das kann ja nicht wahr sein. Wenn er seine Fähre fertig gebaut hat, lasse ich ihn hängen. Das hat nicht sehr viel gebracht. Sehr gut. Los. Und weiter. Und weiter.
Ach, er hat gar kein Militärgebäude gebaut. Närrischer Idiot. Rauf da, Männer! Rauf da! So, das sieht doch so langsam nach etwas aus. Die Nahrungsmittel sind leider äußerst knapp. Die Brotproduktion hat noch nicht begonnen. Ich denke, es erfordert eine Sicherheitsspeicherung und danach einen ersten Übergriff auf das asiatische Volk. Sobald unser ganzes Heer transportiert wurde. So, drei Soldaten noch. Wir brauchen alle. Wir brauchen die volle Kampfkraft für diesen ersten Schlag. Baut! Braucht ihr eine Einladung des Pharaos persönlich? Sie benehmen sich, als hätten sie noch nie einen Krieg gefochten. Nun werde ich zur Sicherheit einmal kurz speichern. Ein paar Bogenschützen bewachen den Ort. Ich kann gerade nicht erkennen. Es sieht eher schlecht aus. Es sieht schlecht aus. Ah, wir müssen nochmal laden. Es hilft nichts. Welches Spiel auch immer. Ja, welches Spiel? Das interessiert mich nicht. Wir werden nun hier unsere Verteidigung stärken. Und auf den richtigen Moment warten müssen. Ich denke, eine Brauerei sollte der nächste Schritt sein. Jetzt
die Nahrungsmittelversorgung forcieren, aber auch schon mit der Verstärkung unserer Soldaten beginnen. So, unsere Fähre soll eine Erkundungstour machen. Wo ist sie hin? Sie nimmt einen ungewöhnlichen Weg. Entschuldigt, ich muss kurz schneuzen. So, nicht vergessen, dieses neumodische Mikrofon anzuschmeißen. Nicht aufhören. Nicht aufhören. Sehr gut. Dann begib dich doch mal auf die Suche nach den Grenzen dieser Erde. Nach neuen Gefilden. In diesen Sümpfen lässt sich wahrhaft nichts bauen. Nichts, was außergewöhnlich von Nutzen wäre. Wo fährst du hin? Hier ist eine weitere Insel. Das nenne ich mal eine Militärdiktatur, die sich gewaschen hat. Dieser Steinbrucharbeiter findet im Aktuellen. Aber ich kann dich ja noch ein bisschen weiter aussenden. Sehr schön. Sehr schön. Nutzt die Bauflächen. Die Getreideernten sind so gut, dass wir auch damit noch unsere Brauerei versorgen können. Da bin ich mir sicher. Es wird sich alles auf diese Insel fokussieren. Alles. Wieso? Ich sehe unten die Grenzen des Römischen Reichs.
Eisenerz. Die Müdigkeit übermannt mich momentan etwas. Müdigkeit und ein Hauch von Traurigkeit über den momentanen Ablauf dieses Krieges. Wir waren zu langsam. Nun hängt alles von dieser Insel ab.